Die Orchideen, Phalaenopsis. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir haben hier ein Schätzchen drin, das haben wir vor kurzem mit reingestellt. Es hat ganz schlaffe Blätter gehabt. Es hatte nur noch zwei lebende Wurzeln außerhalb des Substrates. Haben wir hier mit reingepackt. Es geht ihr richtig gut, hat wieder straffe Blätter bekommen. Und wir werden heute so ein paar Kleinigkeiten machen. Und damit ihr das mitnehmen könnt, machen wir das heute mal gemeinsam. Die Orchidee hat sich jetzt wunderschön entwickelt hier von den Blüten her. Richtig kräftig, schöne Farbe. Ja, es ist eine geniale Sache, wie die Phalaenopsis hier tatsächlich zum Wachsen gebracht und zum Blühen gebracht werden können. Auf eine ganz einfache Art und Weise. Hier aufgesetzt auf das Substrat, nicht eingepflanzt in dem Sinne. Ab und zu hebe ich es raus und setze es wieder rein, damit es nicht in das Substrat bzw. in die Tonkugel hineinwächst. Hier steht immer Wasser unten drin. Und das Wasser werden wir heute auch wechseln. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein, machen wir dazwischendurch mal. Ansonsten fülle ich das eigentlich immer nur auf, aber auch hier tatsächlich nur mit reinem Wasser. Immer mal wieder so Kleinigkeiten, die sich zeigen. Hier sind ein paar Wurzeln. Vielleicht kann man es jetzt schon erkennen. Und zwar hier. Die sind tatsächlich abgestorben. Das sind die, die im unteren Bereich sind hier vom Austrieb her. Der Orchidee war ja damals auch im Substrat eingepflanzt. Und das sind jetzt die ganz alten Wurzeln. Und die verabschieden sich halt. Das ist ganz normal. Die Orchidee bildet ja fortlaufend neue Wurzeln. Ich mache das jetzt einfach mal so hier. Gucken, ob ich sie beide erwischt habe. Ohne sie rauszuholen, weil ansonsten ist das so eine Hampelei jetzt hier, dann kann man schlecht was erkennen. So, siehst du wohl. Dann haben wir die raus hier, denn das ist organische Substanz, die dementsprechend auch zu Fäulnis führen kann. Und von daher sollten wir das auf jeden Fall entfernen. Das kann man also ganz gut erkennen, wie die anfangen dröge zu werden. Das ist also nicht so das Problem. Das sollten sie alle gewesen sein. Das waren zwei, ne? Jawohl. So, sie hat mittlerweile auch schon neue Wurzeln ausgebildet und von daher ist das nicht so tragisch. Und der Orchidee geht es ja richtig gut. Ich würde sagen, ich zeige es gleich nochmal in einer anderen Einstellung, dass man vielleicht mal sehen kann. Hier ist jetzt die, die wir reingesetzt hatten, hat wieder richtig schöne straffe Blätter bekommen. Und sie ist tatsächlich am Wachsen. Sie bekommt ein neues Blatt. Jippie, siehst du wohl. Also auch das hat dann funktioniert. Ne? Wenn irgendwas schlapp macht, nicht gleich wegschmeißen, sondern mal gucken, dass man es wieder ordentlich in dem Sinne verpackt und dann wachsen lassen kann. So, dann kommt jetzt das Wasser raus hier. Wie gesagt, ich mache das einfach ab und zu mal, um auf der sicheren Seite auch zu sein. Mal gucken, ob mir das jetzt einfach so gelingt. Ich hoffe es mal, ohne dass wir die ganzen Kugeln rauskullern. Ja, siehst du wohl, geht doch. Wunderbar. Ne, das ist also ganz easy. So, ich hebe es jetzt dann mal hoch, dass man das nochmal sehen kann, das Ganze ist. Also ist wirklich nur aufgesetzt hier auf das Substrat. Diese ganz langen Wurzeln, das sind die von dem kleinen Schätzchen hier, was jetzt ein neues Blatt ausbildet. Also ist eine coole Sache. Ne? So, da kommt jetzt hier wieder frisches Substrat rein. Frisches Wasser rein. So, ich habe das Wasser gerade nachgemessen, sind 200 Mikrosiemens drin gewesen. Das ist okay, da passiert nichts. Das ist, aber ab und zu mache ich es. Ne? Vor allen Dingen, wenn du das, dieses Tongranulat frisch hast, dann solltest du es öfters machen, denn hier sind Salze drin, die sich lösen mit der Zeit. Das ist ganz wichtig. So, ich sprühe das Gefäß mal von innen jetzt so ein bisschen sauber hier, damit ich hier nicht so viele Ablagerungen habe, dass ich da ja, das Glas halt ein bisschen sauber halte. Ne? Mit reinem Wasser ist das natürlich eine coole Sache. Siehst du wohl. Wenn dann die Phalaenopsis mal ein bisschen nass wird von oben, ist auch nicht ganz so schlimm. In der Regel machen wir das aber nicht. Die wird nicht eingesprüht. Grundsätzlich nicht, ansonsten könnt ihr nämlich anfangen zu faulen. Dann kommen wir gleich nochmal hier zu, dieser hier. So, den Rest füllen wir jetzt auf mit reinem Wasser. Also kein Leitungswasser, sondern reines Wasser. So, und dann ist jetzt für eine Zeit lang wieder versorgt. Allerdings müssen wir jetzt noch einmal kurz einsprühen mit dem Orchidspray. Das ist das, womit wir die Pflanze zum Wachsen bringen und zum Blühen bringen. Ne? Also wir verwenden keinen Dünger hier im Wasser, sondern tatsächlich dieses Spray. Und das ist also vollkommen ausreichend. So, dann ist auf jeden Fall für eine Woche wieder versorgt. Und ich bin mal gespannt, wie das Schätzchen sich hier weiterentwickeln wird. Ne? Schon mal cool, dass es wieder straff ist. Also soweit hat das genial funktioniert. Okay. Die Phalaenopsis. Ja. Das hier ist das Schätzchen, was mir damals fast kaputt gegangen wäre. Eigentlich war es kaputt, im Normalfall hätte man es auch weggeschmissen. Wir haben es nicht gemacht, ich habe es einfach stehen lassen.
Sie hat straffe Blätter, ist auch gut verstaubt ein bisschen, steht nur in der Ecke rum, wird sich kaum drum gekümmert. Ab und zu gieße ich hier einen kleinen Schluck Wasser rein, aber ganz selten. Es hat sich tatsächlich gezeigt, dass Orchideen fast gar kein Wasser brauchen. Ja, ist so gegeben, die brauchen wirklich nicht viel Wasser. Der Topf ist ganz leicht, da ist also so gut wie gar keine Feuchtigkeit drin. Ab und zu, wenn ich mal mit der Sprühflasche rumgehe, sprühe ich auch im Substrat einfach ein bisschen was drauf. Also die kriegt ganz selten Wasser, ehrlich, ne? Und versorgt auch mit dem Orchidspray. So, das, wie gesagt, es war am Sterben. So, dann hat sich damals ein Kindle ausgebildet, was wir dann abgetrennt haben. Das gucken wir uns gleich mal etwas näher an. Das steht jetzt hier in der Selbstbewässerung drin. Nachdem wir den Kindle abgenommen hatten, hat sich ein Blütentrieb ausgebildet. Den habe ich jetzt abgenommen vor kurzem. Hat wunderschön geblüht, die Orchidee. Und nachdem der Blütentrieb jetzt abgestorben ist, interessanterweise, obwohl ich ihn zurückgeschnitten habe, na, manchmal treiben sie ja wieder aus, aber diesmal nicht. Ja, es liegt aber daran, weil sie schon wieder eine ganz andere Erscheinung zeigt. Auch das zeige ich euch jetzt im Nahen. Also man sieht schon aus solch alten Pflanzen, die eigentlich in den Müll gehören, in dem Sinne natürlich nicht, nicht wahr? Kann man ganz viel lernen, sehr viel. Wie gesagt, sie wurde vernachlässigt ohne Ende. Die Wurzelspitzen sehen schön aus, hellgrün, befinden sich im Wachstum sogar. Obwohl sie wirklich ganz selten Wasser bekommt, also wirklich selten, und läuft. Und das hier tatsächlich in diesem typisch normalen Substrat, Rindenmulch mit ein bisschen Tongranulat. Und ja, nicht und, das gucken wir uns jetzt mal etwas näher an, dass man das auch sehen kann. Zunächst machen wir eine Komplettaufnahme von der Pflanze. Also, wie gesagt, die sind richtig straff noch, die Blätter. Gut, die sehen jetzt nicht mehr so hübsch aus, weil die sind auch uralt schon, die Blätter. Ist sowieso ein Wunder, dass das Ding noch lebt. So, ich drehe das mal ein bisschen, dass wir das rundherum sehen können. Ich habe diese Blütentriebe, die sich damals immer gebildet haben, immer stehen lassen. Lasse ich auch weiterhin, ganz einfach. Weil das ist so ein Ding, was eigentlich nur in der Ecke rumstehen soll, um mal zu zeigen, was passiert denn, wenn. Ne? Ja, und sie hat schon sehr schöne Sachen gezeigt hier. Richtig genial. So. Okay, dann kommen wir jetzt ins Detail zu dieser Orchidee. Und wie gesagt, sie ist mir damals verfault hier oben. Ne? Und nachdem ich das dann mitbekommen habe, habe ich sie nicht mehr eingesprüht. Vorher hatte ich sie regelmäßig eingesprüht, weil ich der Ansicht war, dass sie hohe Luftfeuchtigkeit braucht. Also sprühe sie mal fleißig ein. Oh, Fehler. Die kommen auch mit Trockenheit zurecht, aber kein Problem. So, okay. Das sind die Wurzeln. So sehen sie aus. Hm? Richtig schick. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Herz der Pflanze an. Knack, knack, knack. Da ist es. Siehst du wohl. Das ist damals verfault komplett und da wächst jetzt wieder. Tja, ist es eine neue Pflanze oder nur ein Blatt? Ich würde fast sagen, ja, ist auch erstmal gar nichts. Ich gehe davon aus, dass es eine neue Pflanze sein wird, die dort herauswächst hier. Dass wir das mal so offensichtlich mitnehmen. Also was die Pflanze uns schon gezeigt, ist echt der Burner, ne? Vom fast gestorben zu, ich mache ein neues Baby, bis hin zu, ich blühe wieder und bis hin zu, ich wachse jetzt nochmal raus. Ist eine coole Sache. Ne? Also wenn du Orchideen hast, so alte Dinger, lass mal einfach stehen, vernachlässige sie, gieße nur ganz, ganz selten. Ja, versorge mit Orchidspray übers Blatt und die Wurzeln ist möglich. Und dann hat die Pflanze auch Kraft, dementsprechend sich zu entwickeln, auf der einen oder anderen Art und Weise. So, wie siehst du wohl, ne? Ist schon genial, oder? Du überlegst, dass wir sie wegschmeißen wollten, wa? Tja, so sieht man mal, was geht oder nicht geht. Ne? Vor allem, wie gesagt, die können Trockenheit ab, das macht denen gar nichts. Ne? Die speichern Wasser in den Wurzeln und in den Blättern. Von daher nicht zu viel gießen, lieber mal einen Schluck weniger. Okay. Dann schauen wir uns jetzt das Baby an von der Pflanze, die wir gerade gesehen haben. Hat sich mächtig prächtig entwickelt. Wachstum im oberen Bereich ist relativ langsam. Sie steckt tatsächlich immer noch die ganze Kraft in die Wurzelbildung. Wir haben das jetzt hier in die Selbstbewässerung mit reingestellt. Vorher stand das Ganze im Untersetzer. So, dass die Wurzeln so ein bisschen im Substrat hier oder auf dem Substrat stehen dementsprechend. Klappt ganz gut. Die Wurzeln sind jetzt ein bisschen heller geworden, seitdem es hier drin steht, weil halt weniger Licht hier reinkommt. Ist so gegeben. Ne? Aber ist nicht anzutragen, weil ich ziehe das mal eben raus. Vielleicht kann man das so erkennen. Ne? Also das klappt soweit ganz gut. Also man kann es hier an der Wurzelspitze erkennen, die ist richtig hell. Ne? Ansonsten waren die sonst immer quietschegrün gewesen. Ich überlege, ob ich das vielleicht doch nochmal anders handhabe, denn für die Wurzeln ist es besser, wenn die eigentlich auch grün sind, in dem Sinne grün wachsen. Bekommt den Pflanzen einfach besser. Nun ja, nichtsdestotrotz, augenscheinlich gesehen, läuft richtig genial mit dem kleinen Kindle hier auch in der Selbstbewässerung. Gut, sie bekommt jetzt auch nur seitlich Licht, auch nur ganz wenig Licht. Vielleicht sollte ich es mal unters Licht stellen, dass das Licht von oben reinkommt. Dann werden die Wurzeln auch wieder richtig grün. Ne? Okay, einfach nur mal so mitgenommen, auch mit Orchidspray dementsprechend versorgt. Okay. So, dann machen wir heute mal einen kurzen Film, nur über die Orchideen, die Phalaenopsis. Hier haben wir eine auf den Stein gesetzt.
Etabliert sich wunderschön, auch Wurzeln wachsen jetzt hier tatsächlich drauf. Das heißt, sie wird sich auch verankern hier drauf. Der Stein ist zwar nicht optimal, denn es ist mehr oder weniger auch ein Kalkstein. Da sollte man schon eigentlich drauf achten, aber das läuft bis jetzt ganz gut. Von daher warten wir mal ab. Die Dendrobium wächst ja auch wunderbar hier drauf, nach wie vor. Allerdings wird sie nie wirklich blühen, weil sie eine Kältephase braucht und das bekommt sie hier nicht. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben einen begrünten Stein und von daher ist das eine coole Sache. Aber mit der Phalaenopsis ist das eine geniale Sache, sie auf dem Stein zu halten, hängend dann dementsprechend auch. Die wird einmal am Tag eingesprüht, allerdings nicht die Blätter, sondern der Stein selber. Ich habe ein bisschen Sphagnummoos hier mit reingelegt und der Wurzelbereich wird eingesprüht, aber die Blätter, wie gesagt, nicht. Wenn die Blätter nass werden, ist nicht so schlimm, aber achte darauf, dass im Herzen das Wasser nicht reinkommt. Zumindest nicht dauerhaft. Ne? Wenn da auch mal was reinkommt, ist nicht so wild. Aber sollte man schon darauf achten, da sind die ein bisschen empfindlich. So, ich zeige es nochmal demonstrativ. Ich hole die Orchideen zwischendurch einfach mal raus aus dem Topf hier. Nicht um sie einzusprühen, sondern damit die Wurzeln sich hier nicht ins Substrat etablieren, dass die dort reinwachsen komplett. Wie oft man das machen muss, das kriegst du mit der Zeit schon raus. Ist also nicht so das Problem. Auch die sprühe ich dann jetzt einmal ein, etwas kräftiger, weil die ein bisschen größer ist. Hier steht auch in der Handhabung drauf, Anwendung. Verwenden Sie 8 bis 10 Spritzer, um die Blätter, freiliegende Wurzeln und die Rinde zu besprühen. Also ist abhängig von der Größe. Ne? Bei so einer kleinen, einmal, zweimal reicht vollkommen aus. Bei so einer vielleicht 4-5 Mal, bei einer noch größeren dementsprechend mehr. Ne? Also da kann man auch nicht pauschal sagen, sondern das ein bisschen einfach, was Kriechhut ist. Ne? Ja. Also wir holen die Behandlung einmal oder zweimal pro Woche. Einmal pro Woche ist bei mir vollkommen ausreichend, aber das ist auch Erfahrungssache, ne? Je nachdem, ne? Weiß Bescheid. So, ansonsten steht ja noch drauf, Nährlösung, Immunstärkung, Pflanzentonikum, Blattpflege, Wachstumsbeschleuniger. Orchidspray enthält mineralische Nährstoffe, organische Nährstoffe, Huminsäure, Fulvosäure, reine Pflanzenöle. Ja, und dadurch bedingt sind die Pflanzen natürlich auch vor Schädlingen mehr oder weniger auch schon geschützt. Ne? Das ist auch eine coole Sache. So, wie gesagt, reicht für heute. Achso, ich habe gerade nachgemessen, hier haben jetzt 120 Mikrosiemens im Wasser drin. Das ist okay, da brauche ich noch nichts machen. Aber ich messe es zwischendurch nach, um gewisser zu haben. Ansonsten, wenn man es nicht nachmessen kann, machst du es vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate, kippst das Wasser einfach raus und machst neues Wasser rein und bist auf der sicheren Seite. Nur ganz wichtig, bei diesem Tongranulat, diesen Kugeln, da musst du wirklich ein paar Mal spülen, bevor du dann dementsprechend deine Orchideen da reinpackst, weil dieses Tongranulat gibt bedingt durch die Produktion Salze ab. Und diese Salze kann die Pflanze überhaupt nicht gebrauchen. Und da sie salzempfindlich sind, muss man da halt ein bisschen aufpassen. Und wenn du jetzt mit normalem Orchideendünger düngst, kannst du natürlich auch. Aber dann solltest du schon so ein bisschen darauf achten, dass du die Wurzeln nicht übersalzt in dem Sinne. Ne? Also nicht zu oft düngst über die Wurzeln in dem Sinne oder im Substrat, wie das jetzt hier gegeben ist. Da muss man also dann schon aufpassen. Oder gegebenenfalls auch durchspülen einfach mal, bevor man wieder düngt in dem Sinne. Da kann man dann auch schon mal so ein bisschen vorgreifen, dass man nicht das Ganze überdosiert an Nährstoffen. Denn viele Nährstoffe bleiben einfach in diesem Substrat drin, hier in der Rinde oder im Ton, das hält sich einfach da drin, das verschwindet nicht. Und die Wurzeln gehen ja nur bei den Orchideen nicht überall hin und saugen überall alles weg, sondern nur an bestimmten Stellen dementsprechend. Und da kann es schon ganz, kann mehr oder weniger zu einer Überkonzentration in bestimmten Bereichen kommen. Und da ist dann natürlich schon gefährlich für die Wurzeln, dann leiden die ganz schnell. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, mit dem Orchidspray ist eine coole Sache. Seitdem ich das verwende, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Die Pflanzen sind immer gut versorgt, blühen regelmäßig und von daher eine richtig coole Sache. Und vor allem, wir können so alte Schätzchen tatsächlich auch dazu anregen, ein neues Wachstum zu machen, mit Blüte auch und Kindel und jetzt wieder aus dem toten Herzen heraus wächst erstmal ein Blatt, mal gucken, ob es eine ganze Pflanze wird oder nur ein Blatt. Ich gehe davon aus, dass es eine Pflanze werden wird, das heißt im Klartext haben wir dann ein zweites Kindel von dieser Pflanze dementsprechend und wie wir sie dann weiter pflegen, das wissen wir ja mittlerweile auch schon. Ne? Das läuft richtig gut. So, meine Lieben, weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald, hier aus dem Reich der Pflanzen, heute die Phalaenopsis Orchidee. Ja, eigentlich sind sie ganz einfach zu pflegen, ne? Wenn man weiß, wie es geht. Weiß Bescheid, ne? So, läuft richtig gut. Yippie-yay. Und das Ganze steht halt auf dem Tongranulat, damit die Wurzeln auch Wasser saugen können, aber in der Regel nicht komplett im Wasser. Und läuft ganz gut. So, ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ich glaube, wenn ich irgendwas vergessen habe, ist nicht so schlimm. Wir machen sicherlich irgendwann nochmal ein Update von den Orchideen. Okay, yippie-yay. Oh, die sind so schön, die Blüten. So filigran. Das ist übrigens eine kleinwüchsige Sorte, deswegen hat die halt auch kleinere Blätter als die andere. Aber nichtsdestotrotz eine richtig hübsche, blühfleißige Orchidee.